alles kommt irgendwann wieder. So wollte ich anfangen. Das war... Ist egal, ich bin auf jeden Fall wieder da. Mit der zweiten Staffel meines super mega geilen Super Meat Boy Let's Plays und fangen wir einfach mal an. Schön, dass ihr wieder da seid oder so. Also. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau. Ich will mal mit der Chapter 6. The End. Und ich war so erschüttert davon, dass es noch eine Dark World gibt. Ich habe nicht weitergespielt. Weder die Dark World noch die Cotton Alley. Noch habe ich es geschafft, überall die Pflaster zu kriegen bisher. Aber machen wir mal hier weiter. Ach, ich bin total aus Übung, glaube ich. Obwohl das Lied. Oh. What the fuck. Ah, okay. Ein Dark World! Was ist das schon? Ich hatte noch nie Probleme damit. Noch nie. Ups. Vor allem, was zum... Geht ja gut los. Hüp! Oh, Meat Boy. Ach, Schert. Schert. Ja, ich habe mir ganz schön viel... Oh, ich bin drin! Nein, ich wollte gerade anfangen zu erzählen. Gut, ich wollte... Ich... Oh! Lalalalalalalalala! Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich dieses Spiel irgendwann wieder anpacke. Also so... Für euch. Für meine... Ich glaube 16 Abonnenten. Oh. Aber ja, tatsächlich gab es Nachfrage. Nicht viel, aber ein bisschen. Und... Oh, geil! Und, ja. Mir hat das Spiel gefallen. Scheiße, wie das hier am Rumlegen ist. Euch gefällt es doch auch. Und, was bleibt mir anderes übrig als... Einfach. Oh, leck. Bin ich am Arsch? Ganz einfach weiterzuspielen. Oh, ich würde mir so in den Arsch beißen, wenn mir gleich ein Fehler passiert. Ich würde mir so in den Arsch beißen. Kein Great A. So. Ja, wie geht's euch denn so? Schreibt mir als Kommentar runter, wie es euch geht. Mich interessiert das. Bei mir geht es eigentlich blendend. Boah, das war ein guter Spruch. Muss zumindest, also zumindest geht's mir. Irgendwas mache ich falsch. Mir muss es zumindest so weit gut gehen, als dass ich jetzt echt wage, dieses Spiel wieder anzufassen. Boah. Ich schwöre, ich habe dieses Level noch nie gesehen. Und dafür läuft es doch verdammt gut, oder? Nein! Ganz ruhig. Ich meine, es lief jetzt vorhin so gut. Wieso sollte es jetzt... Ach, shit. Die Leertaste. Ich wollte gerade
zu einem Gespräch ansetzen. Ich wollte ja eigentlich, das muss ich euch erzählen, ich wollte das Ganze ja viel epischer starten als mit dem Satz, so, oh, ich bin wieder da, alles kommt mal wieder. Und so hatte ich mir eigentlich so eine Art Opening überlegt. So etwas, ja, weiß ich nicht, theatralisches. Aber diese Idee ist gestorben. Aufgrund von, ich habe keine Lust. Och, ach nee, nee! Ich will nur wissen, wie man da sinnvoll hochkommt. So nicht. Kann man da... Nee, drüber wird auch nichts. Ach Mann! Mann, so kurz vor knapp! Ups. Hä? Wie soll man denn da dran? Hä? Ja, dann würde ich halt jetzt okay, jetzt wäre ich theoretisch drin. Okay, merken wir uns für gleich. Da springt er in die Säge. Wie immer. Mir geht's wirklich gut. Also nicht nur weil ich jetzt mal wieder super Meatball spiele. Generell, ich war ja lange weg und ich hatte viel zu tun. Aber alles ist gut. Sogar bestens. Allerdings habe ich extrem wenig Zeit, regelmäßig aufzunehmen. Daher musste ich immer mal so gucken. Wann ich dazu komme. Los, hoch da! Nein! Déjà vu! Ja. Ich dazu komme. Weiter aufzunehmen. Hab ich schon gesagt? Ich glaube. Boah, das ist ja stinklangweilig für euch. Oh, und sie glitscht. Ich glitch wollte. Nein, 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 dann lassen wir das. Ihr habt es gesehen, oder? Die gute Bandage Girl. Manchmal glitscht sie. Zumindest in den Welten, die man schon durchgespielt hat. Und wenn man dann ins Ziel kommt, also zu Bandage Girl, dann schaltet man ein neues Level frei. Ein extrem schwieriges. Ja, das könnte ich euch bei Gelegenheit auch mal zeigen. Es gibt in jeder Welt eins. Hi, Bandage Girl! Komm, ich glitsch da durch. Ja, kurzer Zeitcheck. Okay. Oh ja, der Part ist zu Ende. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!